Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass ich eingeladen wurde, hier teilzunehmen bei Ihrer Veranstaltung. Und wenn man den großen roten Faden sieht, dann haben wir uns ja intensiv mit der Frage der Klimaänderung, den Methoden, den Ergebnissen, den Projektionen beschäftigt. Wir haben, was mich sehr gefreut hat, auch über die Kommunikation dieser Ergebnisse mit der Gesellschaft nachgedacht. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, was bedeutet es denn eigentlich für bestimmte Handlungsfelder? Und da schließen jetzt zwei Vorträge an, die sich mit dem Thema Wald- und Forstwirtschaft beschäftigen. Klimmzug Nordhessen, die Überschrift deutet schon darauf hin, dass es im engeren Sinn keine Ergebnisse aus Sachsen sind, aber es gibt sehr ähnliche Projekte auch in Sachsen. Und insofern, glaube ich, sind viele Dinge übertragbar. Und der Vortrag, der sich anschließt, stellt ganz die waldbaulichen Konzepte hier in Sachsen vor. Und dadurch, denke ich, ergänzen sich die beiden Vorträge gut. Es geht bei dem Klimmzug-Projekt, das ist praktisch ein Projektverbund über die ganze Bundesrepublik, und immer wieder stand im Fokus, dass man regionale Anpassungsstrategien erarbeiten möchte. Ich möchte dann darauf eingehen, inwieweit der Klimawandel ein Stressor für die Waldentwicklung ist, welche Wirkungen, welche Einflussgrößen wir bedenken müssen. Und bei der Kommunikation, das war für mich sehr interessant heute Morgen, die Diskrepanz zwischen Wissenschaft und der Praxis. Und ich glaube, dass das sind sehr wichtige Ansatzpunkte. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir von dem, was wir heute Morgen gehört haben, vielleicht noch gar nicht selbst in der Lage sind, das selbst auch zu verwirklichen, was in den Vorträgen vorgestellt wurde. Wir haben auch einige Erfahrungen mit der Kommunikation an den Punkt gemacht. Und dazu möchte ich ein Wort sagen. Und schließlich ein Ausblick. Klimmzug Nordhessen, koordiniert durch die Universität Kassel. Professor Rossnagel war der Koordinator. Und ein besonderes Spezifikum von Klimmzug Nordhessen war, dass man nicht nur erkannt hat, dass es die gesamte Gesellschaft beeinflusst in der weiteren Entwicklung, sondern dass man überlegt hat, wie kann ich denn Strukturen schaffen, die in die Zukunft hinein helfen, dieses Bewusstsein auch zu transportieren. Man hat deshalb eine Klimmzug-Anpassungsakademie gemacht, also eine Art Schule, ein Kommunikationszentrum, und man hat sich entschieden, Klimaanpassungsbeauftragte und Manager zu benennen, die in großen Industrien oder die in der Verwaltung tätig wurden mit Projektmitteln für 5 Jahre und dann die Hoffnung darauf begründet, dass man dann erkennt, wie wichtig eigentlich diese Diskussion ist innerhalb einer Verwaltung oder innerhalb eines Unternehmens, und dann, dass diese Menschen weiter beschäftigt werden und damit auch, dass man nicht nur intellektuell über das Thema redet, sondern auch Strukturen schafft, die wirklich für die Zukunft dieses Thema auch am Leben erhalten. Handlungsfelder im politischen Sinn und damit auch Themen in diesem Klimmzug Nordhessen sind die Gesundheit, Energie, Verkehr, Tourismus. Und man hat bewusst noch in 3 Bereichen die Ressourcen mit einbezogen, nämlich Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Es ist diese Klimaanpassung in der Region ist bewusst auf mittelfristige Zeiträume angelegt. Und wie ich es eben schon erläutert habe, es geht darum, zu etablieren, eine Steuerung der Klimaanpassung in gesellschaftlichen Strukturen. Und da gibt es den Fachbegriff der Governance für diesen Bereich. Mein Vortrag gliedert sich auch ein bisschen in Anlehnung an eine Grafik, die in diesem IPCC, in der Working Group 2, dargestellt ist und die dort eigentlich mehr für soziale Systeme die Wirkung der Klimastressoren auf soziale Systeme beschreibt. Und für mich war das eine Hilfe, auch Entwicklung im Wald besser zu verstehen oder verständlich zu machen. Und wie Sie sehen, ist links oben genannt, das sind multiple Stressoren, mit denen wir zu tun haben. Das heißt also, dass, und das gerade ist im Wald wichtig, wir haben eben leider
nicht nur die Klimaänderung, sondern wir haben die Waldgeschichte. Es klang vorhin auch an einer Frage, wir haben die, oder gestern den Hintergrund des sauren Regens oder die Stickstoffeutrophierung. Das heißt also, die Wälder haben eigentlich vielfältige Einflüsse, die räumlich differenziert sind. Und wir müssen uns, wenn wir mit dem Wald arbeiten, auch diesen vielfältigen Einflüssen stellen. Hier in dieser Grafik dargestellt sind einmal die Stressoren, dann in der Mitte diese grünliche Kugel, es ist der Raum der Resilienz und dann steht, ist ein gelber Bereich für soziale Stressoren. Ich will das an einem Beispiel veranschaulichen. In Hessen gibt es ja diesen Großflughafen oder Rhein-Main-Gebiet, also Frankfurt. Und gerade im Süden von Frankfurt ist ein Gebiet, die Rhein-Main-Ebene, das Hessische Ried, was besonders klimabelastet ist, wo man Sandböden hat, die ganz wenig Wasserhaltefähigkeit haben. Und genau in dem Gebiet sind große Ansprüche an der Gesellschaft, an der Landschaft, indem dort Wasser gewonnen wird, was für Frankfurt genutzt wird. Und das zeigt, dass eben auch die ganze Waldentwicklung heute, in der Vergangenheit, auch in der Zukunft immer verbunden ist mit gesellschaftlichen Ansprüchen. Der Stressor Klima ist ja hier ausreichend diskutiert worden. Es geht um einen Anstieg der Temperatur, es geht um eine veränderte Niederschlagsverteilung. Für uns im Wald ist es immer relativ wichtig, als zeitliche Einheit nicht das ganze Jahr zu nehmen, sondern die Vegetationszeit und die Nicht-Vegetationszeit voneinander zu entscheiden. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. In aller Regel ist es so, dass die Wälder innerhalb des Sommers, der Vegetationszeit, mehr Wasser brauchen, als sie eigentlich zur Verfügung haben. Und dieses Mehr an Wasser gewinnen sie oder können sie nutzen durch das im Boden gespeicherte Wasser der Nicht-Vegetationszeit des Winters. Und deshalb ist für das Verständnis des Wasserkreislaufs eben gerade diese Unterscheidung von Vegetationszeit und Nicht-Vegetationszeit sehr wichtig. Und ich habe hier auch dazu aufgeführt, die Änderung des chemischen Klimas, also da kann man ja auch den Begriff des Klimas verwenden und da ist genannt der CO2-Anstieg, die Stickstoffeutrophierung, die Ozonbelastung und auch, obwohl die Schwefeldioxidbelastung jetzt zum Glück so niedrig sind, ist es so, dass die Waldböden immer noch Sulfat gespeichert haben, immer noch Aluminium im Boden haben und deshalb, auch wenn der Regen, der jetzt auf den Boden fällt, ganz sauber ist, trotzdem haben wir noch messbare Nachfolgen von diesem sauren Regen in die Wälder. Man kann nun diesen Stressor Trockenheit und hier dargestellt als auf der einen Seite klimatische Wasserbilanz, das ist unter klimatischer Wasserbilanz versteht man den Niederschlag, die Differenz von Niederschlag und potenzieller Evapotranspiration bezogen auf Grasreferenz. Und auf der anderen Seite die nutzbare Feldkapazität, das ist eigentlich die Menge Wasser, die Pflanzen verfügbar in einem Boden gespeichert werden kann. Das bildet also, wenn man so möchte, Vegetationszeit und Nicht-Vegetationszeit ab und man kann das als eine summarische Größe nehmen und kann das für die Vergangenheit 1981 bis 2010 anschauen, oben links, oben rechts, wenn wir nur das Mittel der 6 trockensten Jahre nehmen und kann dann dekadisch weiterdenken bis Ende des Jahrhunderts und wir haben uns in dem Gesamtprojekt, das hat ja eine Laufzeit von 5 Jahren gehabt, ist gerade abgeschlossen, wir hatten uns damals auf WETREG 2006 verständigt und differenziert nach einer feuchten und einer trockenen Variante. Was man sehen kann, ist, dass selbst die 6 trockensten Jahre der letzten 30 Jahre etwas günstiger ausgefallen sind, wie das, was man für die letzte Dekade unter feuchten Bedingungen auch für das Ende des Jahrhunderts annimmt. Was besonders wichtig ist, bei der Diskussion jetzt auch der letzten 2 Tage, wir haben immer auf der einen Seite betrachtet, wie sind mittlere Änderungen und auf der anderen Seite klang ja immer auf extreme Ereignisse und gerade für den Wald ist aus meiner Sicht, sind gerade diese extremen Ereignisse viel prägender als die mittelfristig-langfristigen Variabilitäten, weil in den Wäldern ein riesiges Anpassungspotenzial besteht. Da kann ich mir vorstellen, dass diese vergleichsweise geringen Änderungen von Wäldern resilient abgepuffert werden können, aber die Extremereignisse werden das Waldbild auch wirklich in der Zukunft prägen. Und das möchte ich einfach mit 2 Bildern untermauern. Was zählt, was sind diese Extreme? Es ist eine extreme Hitze, extreme Trockenheit, extreme starke Regen oder Stürme. Das sind Dinge, die wirklich die Wälder bis in die Struktur hinein verändern können. Und da baut sich, das ist nicht nur das Ereignis selbst, sondern es bauen sich noch Folgewirkungen auf die ich noch eingehen möchte. Also für den Wald ist gerade das so wichtig, was von den Klimatologen
eben manchmal eben mit besonderer Schwierigkeit bedacht wird. Wir, die Ergebnisse, die ich Ihnen vorstelle, bauen auf Daten auf. Das ist die Datengrundlage des forstlichen Monitorings. Da möchte ich nur die systematische Stichprobe der Waldzustandserhebung, der Bodenzustandserhebung nennen. Wir haben ein intensives Umweltmonitoring, wo besonders intensiv gemessen wird. Und natürlich verwenden wir, soweit verfügbar, weitere Datenquellen wie Daten des DWD, eigene gemessene Daten, digitale Geländemodelle, geologische Karten, Bodenkarten, alles, was da zur Verfügung ist. Und das Untersuchungsgebiet von dem Klimmzug ist etwa die nördliche Hälfte von Hessen. Also das ist so der Kernbereich von diesem Klimmzugprojekt. Ich komme wieder auf diese anfängliche Grafik zurück von dem IPCC und möchte mich nun der Frage stellen, wovon ist denn die Wirkung von den Stressoren abhängig und welche Einflussmöglichkeiten sind da? Einmal ist es die Waldstruktur, die wir vorfinden. Wie sieht der Wald aus? Wie alt sind die Bäume? Welche Baumarten sind da? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, auf den möchte ich jetzt nicht so eingehen, weil im nachfolgenden Vortrag im Waldbau genau an dem Punkt angesetzt wird. Worauf ich jetzt in den nächsten Folien ein Gewicht legen möchte, ist die Frage der Selbstorganisation komplexer Systeme, was ja der Wald auch ist, und auch, was können wir mit einem naturnahen Waldmanagement da erreichen. Also diese Selbstorganisation der Wälder ist jetzt quasi die Überschrift für die nachfolgenden Folien. Und da will ich zunächst aufs Wachstum der Bäume eingehen, das Durchmesserwachstum. Sie sehen hier eine Darstellung, eine zeitliche Entwicklung von 1935 bis 2005. Und es ist eine mittlere Entwicklung und Sie sehen, die Abweichungen der Mittelwerte sind aufgetragen. Sie sehen blaue Säulen, die nach unten ragen. Die blauen Säulen ist die klimatische Wasserbilanz. Wir haben also da in der Regel in der Vegetationszeit eine negative klimatische Wasserbilanz. Und Sie sehen, dass da eine große Variabilität ist. Es gibt manche Jahre, in denen die blauen Säulen weitaus tiefer nach unten ragen wie in den anderen Jahren. Und die Jahre, in denen diese blauen Säulen ganz weit nach unten ragen, das sind eben auch die berühmten Jahre, das ist also 1949, 1959, 1976, 2003, das sind genau die Jahre, die auch hier in dieser Zeitreihe abgebildet sind. Und demgegenüber haben wir gestellt, das Durchmesserwachstum der Bäume. Also ist die Frage ist, kann ich in dem jährlichen Durchmesserzuwachs eines Baumes ablesen, ob in dem Jahr eine besondere Trockenheit bestanden hat? Und es fällt etwas ganz Wichtiges und Interessantes auf. In aller Regel ist es so, dass dieses Durchmesserwachstum ein Jahr nach dem Extremklimajahr reagiert. Und das gilt beispielsweise für 1949, es gilt für 2003 und lediglich 1976 war an dem Punkt eine Ausnahme. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum reagieren die Bäume ein Jahr zu spät oder ein Jahr später? Und dazu ist hier dargestellt eine sehr genaue Darstellung von Wachstum, also die Entwicklung des Wachstums und auf der anderen Seite der Bodenwasserhaushalt. Und Sie können sehen, ganz die blauen Flächen im Jahr 2003 von April bis Oktober zeigt den Wasserhaushalt des Bodens an. Und Sie sehen, dass ab Mitte des Jahres eben durch die Trockenheit eine starke Absenkung des verfügbaren Bodenwassers eingetreten ist. Und demzufolge war es auch so, dass die Bäume schlechter gewachsen sind. Aber wenn Sie sich den normalen Jahresgang des Wachstums von Bäumen anschauen, dann fangen die an mit dem größten Durchmesserwachstum gleich zu Beginn der Vegetationszeit. Wenn also in der zweiten Hälfte der Vegetationszeit ein Einbruch des Wasserhaushalts geschieht, bedeutet das, dass da ein gewisser Depression oder Reduktion des Wachstums, aber insgesamt ist es noch ein ganz gutes Wachstum. Und wir haben ja festgestellt, dass der eigentliche Wachstumseinbruch ein Jahr später war, nämlich 2004. Und jetzt wäre die erste Vermutung, dass in der Nichtvegetationszeit im Winter dass da nicht genug geregnet hat, dass deshalb die Waldböden sich nicht wieder aufspeichern konnten. Tatsächlich sehen Sie aber, dass im nachfolgenden Jahr 2004 die Böden eigentlich gut wassergesättigt waren, also nicht unmittelbar aus Daten des Wasserhaushalts darauf geschlossen werden kann, warum ein Jahr später die Bäume geringer gewachsen sind. Und könnte das ein Sonderfall sein, aber wir haben 7 solche Flächen und in 6 von 7 der Flächen ist genau dieses Muster so aufgetreten, wie ich es Ihnen hier zeige.
Das war eine Betrachtung des Durchmesserwachstums. Und nun möchte ich Ihnen eine Betrachtung der Höhenentwicklung zeigen. Und wir schauen dazu die Trieblängen an von der Buche. Also Sie müssen sich vorstellen, alte Buchen, 35 Meter hoch, 30 Meter hoch. Und man geht mit einem Baumsteiger ganz hoch bis in die allerobersten Zweige und gewinnt diese Zweige. Und schaut dann, man kann an den Triebbasisnarben sehr schön sehen, wie die einzelnen die Jahresentwicklung gewesen ist. Und diese Zweige der Buche, das ist eben auch was Besonderes. Ein aufmerksamer Waldspaziergänger kann bei seinem Weg durch den Wald erkennen, wie die Kronenstrukturen sind. Man spricht von einer Vollkronenform, wenn da eine sehr gute Verzweigung ist. Wenn das so spießartig ist, das heißt die Seitenverzweigung wird schlechter, dann ist es dieses Bild links, was Sie hier sehen. Man spricht auch von Degenerationsphase. Und dann kann es schließlich sein, dieser rechte Fall, man hat nur noch Krallen. Da sehen Sie vom Boden aus, dass die Zweige nicht in einer Ebene sind, sondern so wie Krallen nach oben gerichtet sind. Und das sind die einzelnen Jahrestriebe vielleicht 3, 4, 5 Millimeter lang. Das heißt, wenn Sie solche unterschiedlichen Strukturstufen haben, sehen Sie, ist 1 Meter Zweig, bedeutet im einen Fall vielleicht 40 Jahre, im anderen vielleicht 2, 3 Jahre. Also es ist man kann mit dem bloßen Auge deutliche Wachstumsunterschiede in der Baumkrone erkennen. Und wenn wir das nun, jetzt, das ist die Abbildung leider ein bisschen hell, sie zeigt diese Triebleckenentwicklung auch wieder über das Jahr 2003 als Beispieljahr. Und Sie sehen die 4 Hauptbaumarten und jeweils ist dargestellt junge Bäume, mittlere und ältere Bäume. Einmal ist interessant, Eiche und Kiefer haben auf das Jahr 2003 kaum reagiert in der Höhenentwicklung. Die sind viel besser angepasst an solche Trockenbedingungen allgemein. Stärker reagiert haben Fichte und Buche und auch wieder in der Höhentriebentwicklung ein Jahr nach 2003. Und was auch wichtig und auffällig ist, die jüngeren Bäume haben eine höhere Triebentwicklung und reagieren stärker auf Trockenheit. Die älteren Bäume haben eine geringe Höhentriebentwicklung und reagieren viel schwächer auf diese Trockenheitsentscheidung. Ich habe also jetzt das Durchmesserwachstum, das Höhenwachstum, und jetzt schaue ich mir die Fruktifikation der Bäume an. Also wie die Buchen beispielsweise haben ja diese großen Früchte, wie es hier auch im Bild dargestellt ist. Und wir können einmal mit Streufallmessung und zum anderen im Zuge der Waldzustandserhebung genau abschätzen, in welchen Jahren viele oder wenige Buchen fruktifizieren. Und das ist eine Zeitreihe von 1988 bis 2011. Und da sieht man praktisch die Säulen stellen da eine mittlere bis starke Fruktifikation der Buchen. Das sind die älteren Buchen, die jungen fruktifizieren nicht. Schauen wir uns wieder das Jahr 2003 an. Da fällt auf, man sieht, dass so etwa alle 2 Jahre eine starke Fruktifikation stattfindet. Wenn Sie mit einem Obstbauern reden, der wird Ihnen sagen, das ist ganz natürlich. Im Obstbau unter natürlichen, nicht beeinflussten Bäumen hat man immer so eine Zweijährlichkeit von dem Fruchtanhang. Genauso ist es bei der Buche. Und interessant ist, im Jahr 2003 hatten wir praktisch keine Früchte. Und im Jahr 2004 war es bei 90-95% der Buchen, die hatten eine starke Fruktifikation. Bis zu diesem Zeitpunkt war es das höchste Maß an Fruchtbildung, was wir überhaupt gehabt haben bei den Buchen. Und es bedeutet natürlich, dass von der Photosynthese, von der Energie, die praktisch da vom Baum genutzt wird, ganz viel in die Früchte hineingehen muss. Und wir haben das mal ausgerechnet und haben überlegt, also die einmal gegenübergestellt das Mittel der Jahre 1998 bis 2002 und im Vergleich dazu 2004, also das Jahr, wo die starke Reaktion im Wachstum eingetreten ist. Und das für mich überraschende Ergebnis war, dass die Photosyntheseleistung der Bäume in den beiden Jahren eigentlich fast gleich geblieben ist. Also man spricht von Netto-Primärproduktion, die war in beiden Jahren einmal bei 11,8, einmal bei 11,5. Also da passiert gar nicht so viel, aber diese Stofflichkeit oder die Energie ist eben in die Früchte hineingegangen und der Baum hat umgesteuert von einem Durchmesser- und Höhenwachstum hin in ein Fruchtwachstum in der Situation. Das ist ja im Prinzip eine stabile Anpassung, dass man sagt, die Bäume unter diesen Bedingungen, wenn der Wärmeimpuls im Jahr davor da gewesen ist, bedeutet es, dass die Bäume im nächsten Jahr ganz viele Früchte haben. Und eine Hypothese ist, dass eben diese die starke Steuerung der Fruchtbildung dafür verantwortlich ist, dass im Jahr danach die Bäume weniger Höhenwachstum, weniger Durchmesserwachstum gehabt haben.
Das sind eigentlich, aus meiner Sicht, ist diese Fruchtbildung oder die Umsteuerung der Kohlenstoffallokation sind eigentlich positive Anpassungsmechanismen, die in den Bäumen drin sind. Es gibt aber auch andere Mechanismen, die weniger günstig sind. Und ich wechsle da zum Beispiel der Fichte und möchte da etwas zum Borkenkäfer der Fichte sagen. Das sind ja ganz kleine Tierchen, die zwischen Rinde und Stamm leben. Sie unterbrechen den Phloemtransport, aber wenn sie eben massenhaft auftreten, können sie eben Bäume und ganze Bestände vernichten. Und wenn wir uns nun in der Zeitreihe anschauen, die Entwicklung des Buchdruckers, dann ist die stark abhängig von der Höhenlage über NN, weil eben eine bestimmte Wärmesumme steuert, ob der Buchdrucker da ist. Und deshalb ist es, und was eben noch wichtig ist, ist bei dem Buchdrucker, ist so bei diesem Insekt, wenn nur eine Generation da ist, ist der Befall gering. Wenn aber zwei Generationen oder sogar eine dritte Generation innerhalb eines Jahres sich bilden kann, ist halt entsprechend großer Befall da. Und diese Grafik zeigt nun wirft einen Blick auf die zweite Generation. Und wir haben in der ersten Säule links rot, das ist 1970, die zweite ist 2050, die dritte ist die Enddekade 2090. Und da sieht man, wenn das wärmer wird, bedeutet es, dass die vollständige Ausbildung dieser zweiten Generation immer weiter höher rückt in der, praktisch in den Mittelgebirgen. Das heißt also, zuerst sind Fichten in den unteren Mittelgebirgen betroffen, wie man es jetzt ja auch in hessischen Mittelgebirgen gesehen hat, wie man es im Bayerischen Wald gesehen hat. Und wenn die Klimaerwärmung kommt, bedeutet es, dass auch die eigentlich natürlichen Fichtenregionen vielleicht stärker betroffen sind von dem Borkenkäfer. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht. In der Regel sterben Fichten nicht deshalb, weil sie zu wenig Wasser haben, sondern sie sterben, weil es den Borkenkäfern so gut geht. Das heißt also, sind so indirekte Mechanismen, und das macht es auch schwierig, einfache zahlenmäßige Ursache-Wirkungsbeziehungen abzuleiten. Jetzt ist die Frage, ist ganz klar, beim Borkenkäfer, wenn der zuschlägt, stirbt der Baum. Und wir haben, ich hatte Ihnen vorhin gesagt, eine wichtige Grundlage unseres Wissens ist die Waldzustandserhebung. Müssen Sie sich vorstellen wie ein Rechenkästchenplatz. Sie haben ein systematisches Netz, 8x8 Kilometer, und damit haben Sie auch eine systematische, repräsentative Abbildung von dem Wald eines Bundeslandes. Und deshalb können wir, weil wir das jedes Jahr die gleichen Bäume anschauen, können wir auch eine annuelle Mortalität feststellen, also eine jährliche Absterberate. Und die habe ich hier mal für verschiedene Jahre dargestellt, Zeitraum 84 bis 2007. Und das für verschiedene Bundesländer. Wir sind für 4 Bundesländer zuständig oder verantwortlich: Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein. Und da sehen Sie die braunen Punkte, das ist die Mortalität der Buche. Und in unseren Ländern ist es so, dass, obwohl wir Klimastress gehabt haben, beispielsweise 2003, blieb die Mortalität immer sehr nah bei Null. Das heißt also, das sind Anpassungsreaktionen des Waldes auf die Veränderung der Buche, aber sie haben nicht großflächig zum Absterben der Buche geführt. Das kann anders sein in Teilräumen, in kleineren Regionen, wo bestimmte Besonderheiten sind. Aber diese Art der Stichprobe gibt eigentlich für diese Länder wichtige Werte dar. Und die blauen Punkte sind Absterberaten der Fichten. Und da sehen Sie beispielsweise nach 2003, nach diesem Ereignis, ich habe dargestellt, dass da wahrscheinlich war, dass die Borkenkäfer sehr zugenommen haben. Und da sehen Sie, dass für 4-5 Jahre die Mortalität der Fichte ganz stark gestiegen ist. Und wenn Sie in der Zeitachse zurückschauen, auf das Jahr 1991, hat es starke Stürme gegeben in Hessen beispielsweise. Und infolge der Stürme war auch wieder mehr Erwärmung im Wald. Es hat mehr Borkenkäfer gegeben und die Fichten sind abgestorben. Das heißt also, es sind ja, auf der einen Seite kann man sagen, es sind Gradationen der Borkenkäfer, die bis zu 5 Jahre nach einem Ereignis dazu führen, dass die Bäume absterben. Aber was sind denn die Ereignisse? Es sind eben genau solche Extremereignisse. Es sind extreme Trockenheit, extreme Wärme oder eben die Stürme, die dazu führen, dass sich der Wald massiv verändert. Aber eben nicht in dem Jahr, in dem eigentlich das Signal auf den Wald gewirkt hat, sondern einige Jahre später. Man sieht auch an dem Beispiel deutlich, dass Unterschiede zwischen den Baumarten bestehen. Wie kommen wir nun zu den Entscheidungshilfen?
Entscheidungshilfen müssen so sein, dass wir räumlich zutreffende Risikoeinschätzungen machen als Grundlage für eine angepasste Baumartenwahl, Bestandesbehaltung und Prioritäten. Dazu nutzen wir eine Modellierung. Wir versuchen einmal den Wasserhaushalt zu modellieren, auch andere Risiken dazu zu verwenden und kommen dann zu einer Art von Karten, mit denen der Praktiker arbeiten kann. Dazu braucht man zunächst mal Indikatoren. Indikatoren hat man nur, wenn man Hypothesen benennt. Und ich habe hier mal Indikatoren für Trockenstress aufgenannt. Das kann die klimatische Wasserbilanz oder eine Bodenwasserverfügbarkeit oder eine relative Transpiration sein. Dann braucht man, wenn man Indikatoren Werte hat, muss man die Werte ja bewerten. Und das ist eigentlich in dem ganzen Umweltmonitoring ein ausgesprochen schwieriger Punkt für uns. Wann kann ich sagen, dass etwas unbedeutsam ist und wann ist etwas wichtig? Hier sind wir so vorgegangen, dass wir das Trockenstressrisiko angeschaut haben. Wir sind in verschiedene Waldgebiete gegangen, wo die Bedingungen günstig oder ungünstig waren, haben daraus empirisch solche Grenzen abgeleitet. Und das ist immer das eine der wichtigen Aufgaben bei uns im Versuchswesen, solche Grenzen zu diskutieren, festzulegen und zu schauen, können die denn sein und die auch weiterzuentwickeln. Dann kommt man zu solchen Karten, beispielsweise hier wieder für die Wetrek, mit dem Wetrek 2006, für die Klimmzugregion. Und was man sieht, ist, dass für die Region Nordhessen aller Voraussicht nach, wenn eben diese Bedingungen von Wetrek in der feuchten Variante eintreten, würden wir keine drastischen Risiken für den Wald in Nordhessen erkennen würden. Also das wäre immer noch in dem Raum, wo wir denken, es könnte eigentlich gut gehen. Und so ist ein Beispiel für so eine komplexe Risikokarte, wo dann ein Praktiker sehen kann, ich bin in der Abteilung 235b und da ist ein hohes Windwurfrisiko oder da ist ein hohes Risiko durch Wasserdefizit oder ein hohes Befallsrisiko durch Borkenkäfer. Das sieht ja alles sehr perfekt aus, aber ich möchte da ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass wir ja mit Unsicherheiten zu tun haben und dass die Karten eigentlich so ein bisschen so tun, als wäre das alles ganz klar. Wenn das aber alles so ein bisschen unsicher ist, was können wir überhaupt tun? Und damit, ich will mich an dem Bereich Waldbau sehr kurz fassen, weil der nachfolgende Vortrag den Waldbau sehr im Mittelpunkt hat, der Ausführung. Welche Empfehlung können wir denn gehen? Bei uns in unseren Ländern sagen wir zunächst mal Stabilisierung der Wälder, also vor allem Stabilisierung der Einzelbäume. Wir müssen den Wald so bewirtschaften, dass der Einzelbaum möglichst stabil ist. Wir müssen die Risiken verteilen, beispielsweise verschiedene Baumartenmischungen. Und erst dann an dritter Priorität kommt eigentlich der Punkt Waldumbau, weil wir eben das Glück haben, dass bisher auch eben, es gibt mal Sturmwurf, aber im Prinzip sind es auch nur kleine Flächen, wo eben wirklich auch die Möglichkeit zum Wald. Also eine Konsequenz für uns ist, wir versuchen einen naturnahen Waldbau, wir versuchen einen Waldbau, der an den natürlichen Abläufen orientiert ist. Für Aktionismus ist eigentlich im Moment keine Notwendigkeit. Und dann komme ich nochmal zurück zu dieser IPCC-Grafik, die ja eigentlich für soziale Systeme gedacht ist. Sie sehen links die Stressoren, Sie sehen dann in der Mitte verschiedene Wege, die möglich sind. Entweder Wege, die in Richtung einer hohen Resilienz und geringes Risiko führen oder Wege, die in Richtung geringe Resilienz, hohes Risiko führen. Und hier sind in der Originalgrafik sind's Menschen, die an jedem Entscheidungspunkt Entscheidungen treffen, entweder Entscheidungen in Richtung mehr Resilienz oder mehr Transformation. Und ich habe nun daneben gestellt noch die Prozesse, die ich Ihnen im Laufe dieses Vortrags vorgestellt habe. Und wir haben einen Klimastressor, aber immer wieder sind Entscheidungsmöglichkeiten. Gestern war ja ein Herr da, der die politischen Fragen gestellt hat. Wie gehen wir denn mit Unsicherheiten um? Sollen wir denn schon über politische Maßnahmen entscheiden, auch wenn noch Dinge unsicher sind? Und da sieht man, dass eigentlich die Zukunft eben aus vielen Entscheidungsschritten besteht. Und man kann sich in jedem kleinen Entscheidungsschritt fragen, möchte ich eher den Schritt gehen in mehr Resilienz, also mehr Anpassung, oder in mehr Risiko, und ich nehme in Kauf, dass wirklich Veränderungen eintreten. Wenn ich versuche, nun das, was ich Ihnen im Wald dargestellt habe, einzuordnen, dann ist aus meiner Sicht die Kohlenstoffallokation etwas, was ein Beispiel einer sehr resilienten Anpassungsstrategie der Wälder ist.
Wenn sich Lebensräume verändern, verändern sich Arten. Das ist eine Bewertungsfrage, das ist Ihnen bewusst. Man kann sagen, mir ist eine Art, liegt mir besonders am Herzen, dann wäre es etwas Negatives. Wenn man andererseits könnte man sagen, dass wenn sich Arten anpassen an veränderte Bedingungen, kann man das auch positiv sehen. Sicher kritisch zu sehen sind Insekten und Pilze. Da habe ich Ihnen das Beispiel der Borkenkäfer genannt. Wenn eben die Borkenkäfer auftreten, dann ist es ein Zeichen, dass da eine Verstärkung der Verschlechterung eintritt. Und ganz drastisch ist es, wenn ich eben Waldbrand habe, Sturmwurf oder eine Veränderung der Waldstruktur. Das sind also sehr negative Verstärkungsmechanismen, die drin sind. Das sind also sogenannte Bifurkationspunkte, die man hier sieht. Und in eine mögliche Schlussfolgerung aus diesem Verständnis ist, dass man eigentlich das Ergebnis, wo wir in 100 Jahren stehen werden, grundsätzlich nicht vorhersagen kann. Und das ist vielleicht auch ein Punkt für unsere Diskussion, ob wir eben mit dem, was wir jetzt wissen, wirklich in der Lage sind, die Dekade 2090 bis 100 präzise vorauszusagen, oder ob wir uns eigentlich heute der Situation stellen müssen, dass wir immer wieder Entscheidungen vor uns haben und an den Entscheidungen so oder so gehen können und dann eben hoffen, dass wir am Ende zu einem guten Weg kommen. Und als vorletzte Folie möchte ich auf die Umsetzung eingehen. Im Wald haben wir die glückliche Situation. Vorhin war ja in der allgemeinen Diskussion die Frage der Raumplanung. Im Wald gibt es ja auch eine Planung, die sogenannte Forsteinrichtung, die immer eine 10-Jahres-Planung macht. Und wenn wir Empfehlungen geben, dann ist die Forsteinrichtungsanstalt diejenige Einrichtung, die letztlich eben die Umsetzung macht. Und wir haben dann in dem Projekt auch eng mit Forstämtern zusammengearbeitet. Und da war eine ganz interessante Erfahrung für mich. Wir haben also den Forstämtern die Karten vorgelegt, haben unser Wissen versucht zu erklären. Und die Forstämter haben gesagt, das ist ja alles ganz gut und schön, aber wenn wir Baumarten mischen sollen, wenn wir Laubbäume einbringen sollen, dann haben wir ein Riesenproblem, weil nämlich viel zu viel Wild da ist und weil die Wildfrage nicht gelöst ist, weil eben die Kommunikation mit der Jägerschaft nicht funktioniert. Und das war ein Beispiel, dass auf der einen Seite aus wissenschaftlicher Sicht wir sagen, das und das sind die möglichen Optionen, die auf euch zukommt. Und die forstliche Praxis sagt, das ist alles gut und schön. Für uns müssen wir aber erstmal regeln, dass eben die Wildfrage, es muss eine bessere Abstimmung mit den Jägern da sein. Und was, wenn man das verallgemeinert, heißt es eigentlich, dass, wie wichtig sieht man daran, wie wichtig die Kommunikation ist, dass eben wir müssen als Wissenschaftler oder an welcher Stelle wir auch sind, die Kommunikation mit denjenigen suchen, die in der Umsetzung arbeiten, müssen sehr genau zuhören, weil es sein kann, dass diejenigen, die in der Umsetzung arbeiten, uns Dinge vorschlagen oder erklären, die wir eigentlich bedenken müssen. Das heißt, es ist nicht auf keinen Fall von der Wissenschaft zur Umsetzung eine Art Einbahnstraße, sondern da gibt es auch den Weg zurück und das ist ganz wichtig für die weiteren Erwägungen. Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Punkte zusammenfassen, die mir wichtig sind. Die Klima ist für die Waldentwicklung zentral wichtig. Es sind vor allem die Extrema, die aus meiner Sicht das größte Risiko darstellen. Klima ist nicht allein ein Stressor, sondern wenn wir heute einen Wald sehen, dann sind auch die anderen Dinge in dem Wald drin, die Waldgeschichte, der saure Regen und andere Dinge. Am Beispiel von 2003 sieht man, wie komplex eigentlich die adaptive Anpassung des Systems Wald ist. Und wir haben das Glück, dass wir viele Indizien finden, dass es eine sehr resiliente Anpassung ist. Meine Hypothese ist, dass letztlich das Ergebnis unvorhersehbar ist, wo wir also in 100 Jahren sein werden, dass sich daraus eine ganz besondere Verantwortung ergibt für uns, für die Verantwortlichen und dass, wenn wir über Entscheidungshilfen nachdenken, dass die Kommunikation mit den Akteuren, mit der Vielzahl von Akteursgruppen, die man fallweise bedenken muss, eigentlich ausschlaggebend ist. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke sehr an die Veranstalter, dass diese tolle Veranstaltung stattgefunden hat. Vielen Dank. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Fragen dazu? Bitte, Frau Richter. Herr Professor Eichhorn, es ist doch irgendwie wichtig, ob die Einzelbäume in einem reinen Fichtenforst standen oder wie dieser Waldabschnitt aussah. Ja, ich bin auf den Waldbau nur sehr kurz eingegangen jetzt, weil der nachfolgende Vortrag genau dieser Frage, die Sie stellen, großen Raum eingibt. Es ist eben ganz wichtig, dass die Bäume, ich habe in einem jungen Bestand sehr viele Bäume, im alten Bestand sehr wenige Bäume. Je länger ich warte mit der Reduzierung der Baumzahl beispielsweise, umso mehr habe ich Stress.
wenn ich schaffe, dass ich schon früh die Weichen stelle, dass ich einen Mischwald habe, dass die einzelnen Bäume eine Chance zu einer guten Entwicklung haben, dann sind sie auch stabiler gegenüber solchen Stressoren. Aber das ist ein Thema des nachfolgenden Vortrags, da will ich jetzt nicht zu weit vorausgreifen. Dann, ja, Zbigniew, please, you have a question? Okay, so please take the microphone. Thanks a lot for your very impressive presentation, very important. That was the real practice. Personally, thanks that you just said about the importance of extremes on forestry. But the question is, how are you able to distinguish, to figure out what's the influence of climate extremes, climate change, des Klimawandels auf der einen Seite und dem humanen Stressfaktor auf der anderen Seite, gerade im Gebirge. Thank you. It's a very important question, and it's not an easy question. Nicht einfach jetzt hier eine Antwort zu geben. Auf der einen Seite haben wir eine Art Überwachungssystem, Monitoring-System mit vielen kleinen Flächen, mit verschiedenen Umgebungsbedingungen. Wir können diese Flächen zusammenlegen, gruppieren und dann haben wir ein bisschen bessere Einblicke vom Forstbaulichen und Wasser und Wassergebrauch, auch die Frage der Schneisen. Wir haben eine große Anzahl von Einflussfaktoren, die unsere Ergebnisse beeinflussen. Deswegen brauchen wir in zweiter Instanz Experimente, Versuche im waldbaulichen Belangen, beispielsweise Nährstoffeintrag. Und mit diesen Experimenten haben wir dann eine Möglichkeit, hier zu unterscheiden zwischen verschiedenen Einflussfaktoren. Monitoring alleine gibt dieses Bild nicht her. Ich höre noch von mir einen herzlichen Dank. Ich habe eine Frage wieder auf der Meta-Ebene. Uns wurde teilweise in Reklam, also Ihrem Klimmzugverbundpartner, der Vorwurf gemacht, wir würden Dinge innerhalb dieses Projektes erforschen, die wir eigentlich schon wissen. Wenn Sie jetzt mal unabhängig von diesem Vorwurf aus Ihrer Erfahrung über Klimmzug Nordhessen sagen, was ist für Sie in den 5 Jahren Klimmzug Nordhessen wirklich neue Erkenntnis gewesen in Ihrem eigenen Bereich, das nur durch dieses Klimmzug Nordhessen möglich geworden ist? Wie würden Sie das einschätzen? Also für mich persönlich, das war dieser ganz kleine Punkt der Kommunikation. In der Forstverwaltung haben wir eine Hierarchie, wir haben Betriebe, das ist ja vergleichbar auch mit Sachsen, und das sind leitende Personen, dann gibt es Menschen, die für die Forsteinrichtung zuständig sind, dann gibt es die Forstämter, die Reviere. Da meint man, es ist alles ganz einfach. Man erarbeitet etwas Wissenschaftliches, man spricht über die Terminologie und wenn die Menschen guten Willens sind, kommt es an und so. So ein Punkt war, da waren auch politische Arbeitsgruppen dabei, die haben gesagt, uns reicht es gar nicht, dass nur die Forstverwaltung diesen Staatswaldstrang abbildet, sondern wir wollen auch die anderen Akteure dabei haben. Also das kann ein Naturschutzverband sein, das kann ein Waldbesitzer sein, das kann der Verband sein von denjenigen, die Maschinen im Wald haben, was weiß ich was. Auf einmal waren in so einem Akteurstreffen waren vielleicht 30 Leute, die jeweils verschiedene Gedanken hatten oder Positionen hatten. Und das waren für mich sehr, sehr wichtige Gespräche oder die Gespräche mit den Forstämtern, die im ersten Moment gesagt haben, ihr habt uns eine Risikokarte für die Fichte gegeben, das ist prima, danach arbeiten wir. Und im zweiten Moment haben sie gesagt, aber es geht ja gar nicht, weil das, was wir wollen, können wir gar nicht machen, weil die Jäger nicht mitspielen. Und insofern schließt sich ein bisschen der Kreis mit der Veranstaltung hier auch für mich. Die Riesenbedeutung der Kommunikation oder wenn ich gestern an den Vortrag von dem Herrn Thierse, hieß er glaube ich, vom Wetterdienst, ja, da war das eine Beispiel, dass er einen Fragenkatalog von 5 Fragen hatte. Und was macht er draus? Er macht nicht, ich hätte es völlig anders gemacht, ich hätte versucht, auf die Fragen zu antworten. Er macht einen Filmbeitrag draus, wo ein Wasser fließt, wo jemand eine Antwort gibt, der scheinbar völlig unbeteiligt ist. Und dann habe ich mich gefragt, bist du denn selbst in der Lage, etwas Ähnliches zu machen? Und kam zum Punkt, da bin ich überhaupt nicht in der Lage, weil ich, wenn ich die 5 Fragen komme, völlig anders darauf reagiere. Und deshalb glaube ich, ist dieses ganze Thema Kommunikation
wir haben hier viele Beispiele für die Analyse von Kommunikation gesehen, aber was mir ging es eigentlich, was ich davon gelernt habe von hier jetzt, wie kann ich das so nutzen, dass ich diese Umsetzung durch Kommunikation noch weiter verbessern kann. Das war das eine. Und das zweite war halt, dass ich völlig begeistert war von dem Ansatz von dem Herrn Rossnagel in dem Klimmzugprojekt, dass er eine Klimaanpassungsakademie macht, dass er Klimabeauftragte, also er sagt, es geht nicht nur um das Wissen, sondern auch um Strukturen, die man gesellschaftlich schaffen muss. Und der kritische Punkt war, dass am Ende der 5 Jahre, ich glaube, nur einer von den Klimabeauftragten übernommen wurde. Das heißt also, dass in wichtigen Bereichen der Gesellschaft eben noch nicht das Bewusstsein da ist, dass wir darauf reagieren müssen, sondern ein Unternehmen denkt, ich kann ja dann die Produktpalette umstellen, wenn es wirklich so ist. Also insofern bei den Förstern ist es anders, da ist eigentlich das Bewusstsein, dass es wichtig ist, weit verbreitet, aber ich fürchte, dass es in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht so weit verbreitet ist, die an wichtigen Punkten der Entscheidung sitzen. Ja, vielleicht, weil Sie wahrscheinlich die Frage von Jörg Matschlatt nochmal fortsetzen. Ich habe noch eine Frage, die mehr in die Kohlenstoffsequestrierung hineingeht. Sie hatten ja gesagt, dass im Endeffekt das Jahr 2004 dann genauso viel Kohlenstoff gebunden hat, ging nur in die Früchte und nicht in den Zuwachs. Ist das nicht doch ein Problem für die Forstwirtschaft, wenn dann letztlich zu häufig Fruchtjahre, Mastjahre auftreten und dann der Zuwachs geringer ist? Natürlich. Ich habe sehr ökologisch argumentiert. Natürlich haben Sie recht, das ist ein Betrieb und der Betrieb braucht den Zuwachs. Wenn ich über Jahre hinweg Zuwachsreduktionen habe, dann ist es für den Betrieb verheerend. Also da haben Sie natürlich völlig recht. Können Sie etwas sagen, wenn die Hiebzeiten... Dankeschön. Ja, können Sie etwas sagen, wenn die Hiebzeiten, also die Eingriffe, das Abholzen in den Wäldern verlängert wird, wenn die Phasen sozusagen verlängert werden, ob das im Zusammenhang mit den klimatischen Rahmenbedingungen eher gesund ist für die Bäume und den Wald und vielleicht auch noch, ob das wirtschaftliche Auswirkungen hat, die unbedingt negativ sein müssen? Ja, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Also zunächst mal ist für mich eigentlich ein Ergebnis von den Untersuchungen, dass viele Prozesse, die wichtig sind für die Selbstorganisation von Wäldern, auch in bewirtschafteten Wäldern da sind. Wenn Sie an eine Photosynthese denken, wenn Sie an eine Mineralisierung der Böden denken, aber auch andere Beispiele, die ich gezeigt habe, das waren ja Beispiele aus bewirtschafteten Wäldern. Das heißt, ich finde es ein bisschen schade, wenn man da schwarz-weiß argumentiert, sagt, im bewirtschafteten Wald ist alles künstlich und im unbewirtschafteten Wald ist. Also ich glaube, dass eben auch im bewirtschafteten Wald ganz wichtige Prozesse da sind. Der zweite Punkt, welche Prozesse sind eigentlich nicht gut abgebildet im bewirtschafteten Wald? Das ist für mich, sind praktisch in dem sterbenden Holz, in den Abbauverhalten, das sind sehr viele Tiergemeinschaften, die eine große Bedeutung haben. Und die sind, wenn ich den ganzen Wald abräume und keinen Rest lassen würde, dann würde ich die Chance, dass diese Tiere sich entwickeln oder die Pilze, die würde ich dann sehr begrenzen. Deshalb ist meine persönliche Meinung, dass wir in jedem normalen Wald einen höheren Totholzanteil haben müssten. Und das halte ich für verträglich. Da gibt es bestimmte Punkte, wo man es vielleicht nicht kann, weil man sich dann Risiken drauf schafft. Aber häufig kann man das. Da wäre ich also sehr dafür, dass man den Totholzanteil überall erhöhen würde. Und ich persönlich bin eigentlich nicht der Ansicht, dass man sehr großflächig Wälder unter Schutz stellen sollte, weil wir brauchen das Bauholz. Wir brauchen das Nadelholz beispielsweise im Bau. Da hat Nadelholz bestimmte Eigenschaften. Wenn wir sagen, da verzichten wir drauf, dann wird trotzdem hoffentlich gebaut und dann holt man das Holz von woanders her. Deshalb bin ich eigentlich persönlich, mir liegt daran, dass man die Prozesse versteht, die in Wäldern sind, auch naturnah handelt, auch mehr Totholz hat als heute, aber letztlich auch, dass das Holz verkauft wird. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.